Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Das ist nicht die Schenke. Nein. Diesseits südlicher. Das ist, was ihr wollt. Da muss ich hier reingehen. Okay. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ja, erledigte Aufgabe. Ich konnte den Mörder Reggie Itzmann nicht gefangen nehmen, aber ich habe seinen schrecklichen Taten in der Kartei ein Ende gesetzt. Leutnant Eggesfield, der die Mordserie untersucht hat, wurde vor beim Erfolg in Kettsitz gesetzt. Hoffentlich ist die ganze Angelegenheit damit ausgestanden. Nein, leider nicht, denn wir haben ja diesen Brief hier gefunden. Übertrittspapiere, ja, das ist im Hafenviertel. Da wir zwei Sachen im Hafenviertel haben, die wir noch angeben müssen, sollten wir da demnächst auch mal hingehen. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, haben wir uns eigentlich hier oben mit den Leuten unterhalten? Hallo, Leute! Ich bin nicht an einer Unterhaltung interessiert. Ich bin nur hier, um mir die Kinder zu feuchten, bevor ich auf mein Schiff zurück muss. Ja, scheinbar haben wir uns mit hier mit allen unterhalten. Mit den beiden hier auch. Grog. Ja. Hey, ich gehe hier. Bloß weil ich klein bin, heißt das noch lange nicht, dass ihr mich herumschubsen dürft. Ja, gut. Dann reden wir mal mit dir. Hallo, meine lieben vergnügten Freunde. Ich möchte sehen, was ihr habt. Ja, was zu trinken. Ich glaube, nach der Nummer brauchen wir alle mal was zu trinken und dann ein Edelmann-Bett. Ich warte. Dann können wir auch mal nach oben gucken, wer da so ist. Ja, was möchtet ihr? Ich entsehe. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Da ist bis jetzt niemand. Da ist jemand, also lassen wir die mal in Ruhe. Ich würde gerne hier die Tür wieder zumachen, genau. Und die Tür wieder zumachen. Dass sich hier niemand gestört oder belästigt fühlt. Diese Planwagen wurden hier hereingebracht, um zur Dekoration umfunktioniert. Okay. Im Zirkus habe ich nie viel von den Städten gesehen. Sind sie alle so voller Leute wie diese hier? Das hier sieht jedenfalls nach einem noblen Zimmer aus. Ich frage mich, wo wir ständig schlafen bei den wenigen Betten, die im Angebot haben. Gut, was ist mit dir? Du siehst wieder wie eine Diebin oder so aus. Habt ihr etwas gesagt? Ah, jetzt können wir wieder ruhig schlafen, wo diese Geschichte endlich vorbei ist. Achso, das mit dem Gerber. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Gut. Ach ja, wir haben gerastet. Also erstmal will ich gucken, was das für ein Bogen ist. Gesenz Bogen ohne Seele. Teil von Gesenz Bogen. Das ist ein Teil von Gesens Kurzbogen. Der mächtige Kurzbogen wurde von dem Meisterbogner Gesen aus angefertigt und dann dazu verwendet, seinen Schöpfer zu töten, also von den Schatten, die ihm gestohlen wurde. Die Legende besagt, dass der Bogen keine Pfeile, sondern Blitzstrahlen verschießt. Die Schattendiebe wollen den Bogen, damit sie ihn für ihre Meuchelmorde verwenden können. Und die verhüllten Magier sind hinter dem Bogen her, um ihn zu studieren. Aha. So, Stäbe. Stäbe gehen erstmal alle zu Keldorn, die identifiziert wurden. Sonst nehmen die zu viel Platz weg. Und ja, das ist ein netter Gegenstand, der hier aufbewahrt werden kann.
Ich war gut. So, jetzt gehen wir wieder nach hier unten. Was immer ihr wünscht. Machen wir einen Quick Save, weil ich hatte noch so eine ungefähre Vermutung, was passiert, wenn man den Portalstein hier abgibt. Ihr kehrt also zurück. Unser dunkler Herr Dalis, dessen Fesseln durch eure Hand zerbrochen wurden, ist schon vor euch angekommen. Hier ist das Gold, das ich euch versprochen hatte. Habt ihr den Edelstein, von dem er gesprochen hat? Nein, Fräulein, ich werde bald damit zurückkommen. Ich habe den Edelstein, aber ich brauche mehr Gold dafür. Eine Freundin von mir ist von den verhüllten Magiern gefangen genommen worden. Ich benötige das Gold, um sie zu befreien. Ja, hier ist er, sicher überbracht. Ah, Merkats Schatz, er wird uns doch noch retten. Hier sind 700 Goldmünzen, es sind nur 300. Herr Dalis, sag ihnen, was wir vorhaben, während ich mich darauf vorbereite, den Astraltunnel zu beschwören. Ja, ah, da sind die 700. Ja, Fräulein Redis, ah, meine Raben, es liegt eine Sache zwischen uns, die längst überfällig ist. Vergib mir, wenn ich euch glauben machte, dieser Stein wäre nur ein wertloses Requisit für die Bühne. In Wirklichkeit ist es ein höchst erstaunliches Juwel der Ebenen. Ein Anlegepunkt zwischen der astralen und der materiellen Ebene. Wenige von euch Materien würden seine Gegenwart spüren, aber Merkat tat es und deswegen fiel ich in seine Hände. Glücklicherweise gab er ihn nicht weiter, ehe ihr ihn holen konntet. Materie und Juwelen der Ebenen? Und wovon sprecht ihr hier, Dalis? Ich kann euch nicht folgen. Naja, wir sind in Kerzenburg aufgewachsen und haben da viele Bücher gelesen. Also müssten wir eigentlich ein bisschen was Ahnung vom Ebenenreisen haben. Also fragen wir, warum habt ihr mich angelogen hier, Dalis? Das ist wahr, ich habe euch angelogen und nicht nur einmal, wie ihr vielleicht denkt, sondern sogar zweimal. Der Stein gehört nicht einmal mir, aber ich und Merkat wurden entsandt, ihn zu entwenden. Er begehrte nie etwas, was ich besaß, ganz einfach, weil ich nie etwas besaß, das Begehrlichkeit zu erwecken vermochte. Ich bin nur Schauspieler auf der Flucht, nichts weiter. Ein einzelnes Stück hat mich ruiniert, meine Raben. Eine einzelne fehlgeleitete Satire, die ich nicht einmal selber schrieb. Welches Stück, Herr Dalis, und wie passierte das? Also mal langsam, ich muss wissen, was hier los ist. Wer seid ihr, wo kommt ihr her und was spielt sich hier ab? Erzählt von Anfang an. Ich will damit nichts zu tun haben, Fräulein Redis. Ich gehe. Schon gut. Ihr habt mich angelogen, aber ihr hattet eure Gründe. Was kann ich tun, um zu helfen? Fangen wir mal langsam. Meine Güte, die Zeit ist knapp und ich gebe hier Unterricht über die Natur des Multiversums. Wie ihr sicher wisst, ist dieses Theater, die mir hier steht, Eigentum der Theatergruppe von Sigil, welch selbige sozusagen von Fräulein Redis mir selbst und unserer Schauspielertruppe dargestellt wird. Wie unser Name schon sagt, wir kommen aus der Stadt Sigil, die in einer anderen Ebene des Multiversums liegt, oder besser gesagt, an einer Narbe oder einem Knotenpunkt, wo mehrere Ebenen zusammenstoßen. Könnt ihr mir folgen? Ja, kurz mal out of Spiel. Sigil ist die Stadt der... Ja, wie soll ich es nennen? Sigil ist die Stadt, wo Planescape Torment spielt. Und das ist kein schöner Ort, meiner Meinung nach. Ja, könnt ihr mir folgen? Ich bin fasziniert, Fats Wolf. Keines weiß, aber ich warte auch nicht, dass ihr das auch bald ändern würde. Deshalb könnt ihr ebenso gut fortfahren. Falls die Zeit knapp wird, ist es vielleicht am besten, wenn wir es kurz machen und ihr mir sagt, wie ich helfen kann. Fahrt fort. Ja, nun, eine Reise zwischen diesen Ebenen ist nicht gerade die einfachste Sache, besonders in die materielle Ebene und aus hier wieder heraus. Die Schwertküste und die Welt von Ferun sind nur ein äußerst geringer Teil davon. Nun, dies ist alles eigentlich auf einer sehr unglücklichen Satyre zu... Dies geht alles auf eine sehr unglückliche Satire zurück, die wir produzierten, als wir noch in Sigil waren. Ah, das unbegreifliche Zusammenspiel zwischen Theater und dem Reisen zwischen den Ebenen. Vergebt mir, aber ich kann euch absolut nicht mehr folgen. Was war daran so unglücklich? All die Erklärungen bringen mich nur noch mehr durcheinander. Vielleicht wäre es besser, erzählt mir. Fahrt fort. Es nennt sich die widerspenstige Lähmung und die Tatsache, dass die Urheber anonym bleiben wollen, dürfte ein klarer Hinweis sein. Wir hatten nicht davon, dass diese pikante Geschichte die Lust zwischen zwei gewissen Wesen unterschiedlicher Ebene ein Körnchen Wahrheit enthielt.
Innerhalb kürzester Zeit wurde das Theater in ein Trümmerfeld verwandelt und ein Preis auf unseren Kopf ausgesetzt. Es war die Dame der Schmerzen selbst, die Herrin von Sigil. Ja. Irgendwann, wenn ich mal Planescape Torment Let's Play, werdet ihr die kennenlernen und die sieht nicht gerade freundlich aus. Die uns aufgrund einer rätselhaften Laune durch ein Portal schickte. Hier kamen wir heraus an einem Ort, den ihr Am nennt. Aber der Preis auf euren Köpfen gilt ja nicht mehr. Ich hätte niemals geahnt, dass die Schauspielerei so gefährlich ist. Was für eine furchtbare Erfahrung muss das für euch gewesen sein. Bitte, wie kann ich euch helfen? Gilt der Preis auf eure Köpfe nicht mehr? Ja, meine fragenden Hunde, niemand darf den Herzog Rowan Finsterwald verhöhnen. Den Herrn der Verdammten und danach noch ein friedvolles Leben erwarten. Ein verfluchter Kambion jagt uns in diesem Moment und hat es wohl auch schon auf der materiellen Ebene aufgespürt. Wir warten nun auf seinen nächsten Zug. Ja, mit Kambions kennen wir uns aus. Das ist kein Problem. Was uns zu Beginn dieser ganzen Geschichte zurückbringt, zum Stein der Ebene, den ihr aus dem Chaos des verfluchten Merkat gerettet habt. Ja, wie ich verstehe nicht. Natürlich, der Stein der Ebene und was auch immer Redis auch herbeiruft. Ich habe euch schon einmal geholfen und werde es wieder tun, falls ich kann. Sagt mir wie. Ich verstehe nicht. Um zwischen den Ebenen zu reisen, können wir Zugvögel durch etwas schreiten, das wir Astraltunnel nennen. Peitschende, schlangengleiche Tunnel in den astralen Ebenen, deren Köpfe und Schwänze die unterschiedlichen Ebenen des Multiversums verbinden. Der Stein der Ebenen wirkt wie eine Flöte eines Beschwörers auf diese Astraltunnel. Er bringt sie zu uns, sodass wir eintreten und sie passieren können. Fräulein Renes benutzt den Stein in diesem Moment, damit unsere Gruppe durch die Fänge unseres Verfolgers schlüpfen und eine andere Bühne finden kann. Die Show muss weitergehen, wisst ihr? Auch ihr anderen, wer sammelt euch hier? Der Stein ist für die Beschwörung vorbereitet. Gut. Wenn sich die Astratunnel öffnen, werden sie Wesen mit sich bringen. Wir werden unser Bestes versuchen, um die Untiere abzuhalten, was auch immer sie sein mögen. Wir benötigen etwas Zeit, um herauszufinden, welche Route die sicherste ist. Thalissa, wenn ihr hier bleiben könnt, würden wir das sehr zu schätzen wissen. Werdet ihr bei uns bleiben? Ich bin nicht daran interessiert, gegen explanare Kreaturen zu kämpfen. Ich bin schon so gut wie weg. Vielen Dank nochmal. Wir werden diese Kreaturen abhalten, so gut wir können. Sagt uns, wenn ihr den richtigen Astraltunnel gefunden habt. Wie ihr wünscht, kommt, Freunde, wir fangen an. Ja, das ist ein Quasit, also das dämonische Gegenstück zum Imp. Oh, jetzt haben sie die Feuerebene gefunden. Ja, das war ein niederes Feuerelementar. Was kommt als nächstes? Oh, mit denen haben wir Erfahrung. Oh, Kopfgeld hier. Guten Tag, Kallis. Ihr werdet mir erlauben, diesen Wahnsinn zu beenden. Fragt nur. Danke. Wer seid ihr und was wollt ihr von uns? Oh, nur ein Angestellter ist ein Bekannten von euch in Sigil. Herzog, wie war so gleich sein Name? Finsterwald. Ja, Herzog Finsterwald, das war's, nicht wahr? Ihr hättet dieses Stück wirklich nicht spielen sollen, wisst ihr? Wir wurden hereingelegt. Wir haben das Stück unter der Annahme aufgeführt, dass es sich nur um ein Schauspiel handelt. Der Autor hat uns nichts dergleichen verraten. Ja, ja, der berüchtigte anonyme Dramatiker. Wer es war, haben wir nie herausgefunden. Außerdem wussten wir nicht, er trug eine Maske und traf sich nur in der Seitengasse mit uns. Es spielt keine Rolle, kommt meine Bahn. Es scheint der Zeitpunkt der Abrechnung ist gekommen. Herr Dallis? Was ist mit den anderen? Wer seid ihr, Mensch? Redis hat euch doch bestimmt nicht angeworben in der Hoffnung, dass ihr sie retten würdet. Wenn ihr diese Leute haben wollt, müsst ihr erst einmal mich erledigen. Ich wäre bereit zu helfen, aber ich möchte niemandem auf die Füße treten. Ja. Dummkopf, euch brauche ich nicht hineinzuziehen. Ich habe diese Seen hier bereits unter Kontrolle. Lasst es beginnen.
Natürlich. Ja. Und das ist zum Glück der Teil. Wo ist das Tagebuch? Ich habe die Edelsteinrede des Schei zurückgegeben, die Besitzer des Theaters unter dem Wirtshaus zu den fünf Krügen. Sie ist offenbar die Gefährtin von Herrn Darius, dem Bahn, die ich aus den Fängen des Magiers Merkart befreit habe. Jo.